Guten Tag. Sie wissen schon alles über Russland? Oder gibt es da etwas, was Sie noch nicht so richtig verstanden haben? Dann sind Sie hier richtig. Der Freijournalist Ulrich Heiden berichtet seit 26 Jahren ununterbrochen aus Russland. Die letzten 3 Jahre auch für RT Deutsch. Damit ist er wahrscheinlich der am längsten in Moskau ansässige deutsche Journalist. Im Laufe dieser Zeit berichtete er für über 20 verschiedene Medien. Im Dezember 2013, während der Ausschreitungen auf dem Kiewer Maidan, kündigte ihm sein langjähriger Auftraggeber, die Sächsische Zeitung, nach 12-jähriger Zusammenarbeit den Honorarvertrag. Damit stand er abseits der wohlwollenden Maidan-Berichterstattung der deutschen Leitmedien. Im Zuge der Ukraine-Krise wandten sich 9 Zeitungen von ihm als Auftraggeber ab. Mit dem Beginn der Ukraine-Krise sind auch einige Freundschaften in Hamburg, wo ich herkomme, auch zerbrochen, weil wir auf einmal gemerkt, dass ich zu Russland mehr Verständnis hatte. Ich hatte immer viel Verständnis, aber dann wurde es noch stärker. Und bei einigen Freunden war die Ablehnung oder die Distanz oder die Skepsis wurde größer. Und das tut mir richtig weh im Herzen. Auch Heidens Berichterstattung über Russland passt nicht in den Mainstream. In seinem Buch Opposition gegen das System Putin, Herrschaft und Widerstand im modernen Russland, sei Heiden keine politische Einordnung der russischen Opposition gelungen, schrieb die Zeitung Das Parlament im Jahr 2009. Das wundert nicht. Denn Heiden hat einen eigenen Zugang zu russischen Themen. Im Januar schrieb er unter dem Titel »Woher dieser Hochmut?« einen Artikel, in dem er darlegte, dass die deutsche Russland-Berichterstattung nur ein oberflächliches Bild des großen Nachbarn im Osten vermittelt und sich seit Jahrzehnten als Vorbild und Lehrmeister aufspielt. In unserem Studio sprachen wir mit Ulrich Heiden über diese Themen. Warum ich dieses Interview machen wollte mit dir, also dein Artikel, woher dieser Hochmut, wo du also sich die Seele freischreibst, würde ich sagen, also praktisch, ich würde das nennen, die Abrechnung mit deutschem Journalismus, ja. Mhm. Aber da sind zwei verschiedene Ansätze. Da kritisierst du die Journalisten, die im Land nur kurz sind und also Aufträge machen, aber du hast einen anderen Zugang, ja. Ist überhaupt eine Berichterstattung, also eine gute Berichterstattung möglich? Ja, also man sagt, ich bin ja auch Historiker und da sagt man also bei Journalisten und Historikern, die sollen möglichst eine Distanz haben zu dem Thema, über das sie schreiben. Mhm. Und viele Leute sagen zum Beispiel, wenn ich ihnen erzähle, mein Vater hat gekämpft in Russland gegen die Sowjetunion, dann ist das eigentlich schon negativ, weil dann komme ich ja schon mit einem Schuldkomplex nach Russland. Mhm. Und natürlich war das auch eine Motivation, warum ich zum Beispiel nach Russland gekommen bin, dass ich von meinem Vater kriegte ich zwei Informationen. Einmal so eine romantische, dass er die Russen als so sehr romantisches Volk und herzliches Volk beschrieben hat, aber dann auch die Information, dass er da den Feind bekämpft hat, mit dem er sich nie versöhnt hat. Und irgendwie wollte ich mich mit den Russen versöhnen. Ich wollte sie vor allen Dingen kennenlernen. Was sind sie eigentlich? Wie leben sie eigentlich? Warum? Leben Sie, sind Sie anders? Und dann bei meinem ersten Besuch in Russland 1981 in St. Petersburg, als ich im Mariinsky-Theater gesessen habe und zum Beispiel für Deutsche ist das ungewöhnlich, wenn die Zuschauer nach dem Konzert Bravo rufen und aufspringen und sehr emotional sind. Das hat mich schon fasziniert. Und da wurde ich neugierig. War immer mein Wunsch, dieses Land kennenzulernen. Habe ich 1983 mit meiner Freundin sind wir von Hamburg nach Jerewan gefahren mit dem VW-Bus über Kiew, damals noch ohne Russischkenntnisse, aber ich weiß auch nicht, das ist hat eine magnetische Wirkung auf mich, dieses Land, und heute fühle ich mich, das ist Teil meiner Heimat, also Teil meiner Biografie geworden. Es ist interessant, deine Artikel sind, ich würde es so nennen, du entwickelst da so eine empathische Neutralität. Du versuchst doch neutral zu bleiben, aber deine Empathie ist da. Und da ist die Kritik. Ist das dann doch nicht zu viel an der Teilnahme? Es gibt bei wissenschaftlichen Abhandlungen, ja, gibt es so einen Trick, dass man sagt, wenn es sozusagen so was Unobjektives gibt, dass du das am Anfang gleich schon einführst, im Vorspann. Mhm. Und ich verschweige das ja auch nicht. Also ich sage gleich, die Leute können meine Biografie nachlesen. Also und
allein die Tatsache, dass ich das schon so lange bin, ist ja für viele dann schon, aha, der ist wahrscheinlich schon total russifiziert. Die können ja gerne mit dieser Warnlampe meine Artikel lesen. Also, und weißt du, ich hatte neulich mal eine Diskussion mit auch Leuten, wo wir auch über das Thema der Objektivität gesprochen haben. Und es ging auch um Kriegsberichterstattung, Berichterstattung jetzt aus der Ukraine zum Beispiel. Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass es an Objektivität gar nicht gibt. Und dass man einfach ehrlich sein muss und sagen muss als Journalist, mit welcher Intention man an sein Thema rangeht, dass das für den Zuschauer klar ist, dass man sich nicht so tut, als ob man neutral ist. Weil wir sind alle Menschen. Das ist eine Täuschung eigentlich. Ist eine Täuschung. Und ich finde, trotzdem versuche ich ja, objektiv zu sein. Und ich versuche mitzudenken, was der Deutsche von einem bestimmten Thema weiß und versuche mich darauf einzustellen und ihn sozusagen abzuholen von seinem Wissensstand und ihm das dann zu liefern, was ich der Meinung bin, er nicht weiß. Und auf die Fragen einzugehen, also ich lese ständig deutsche Medien, gucke deutsche Nachrichten und verfolge die Debatte und glaube deswegen, dass ich ganz gut die Themen auch anspreche, wo ich das Gefühl habe, die Deutschen haben da totale Lücken. Und die Lücken werden ja immer, immer größer. Also es gibt mal sagen, das ist eigentlich eine Tragödie, dass zum Beispiel seit der Ukraine-Krise und kurz davor schon haben die deutschen Redaktionen aus Moskau wichtige Leute abgezogen, also Manfred Quiring zum Beispiel von der Welt oder Christian Neef. Es gibt Leute, die kommen nach Russland, die sind sehr jung. Das ist erstmal nichts Schlimmes, wenn man jung ist. Mhm. Aber dann haben sie sozusagen keine Vorbildung, was Russland eigentlich ist. Gut, und dann kommen sie mit einer feindlichen Haltung nach Russland. Verstehst du, das ist erstmal schwierig. Wenn aber jemand offen nach Russland kommt, er muss das ja nicht lieben, Er kann feindlich nach Russland kommen, aber dann im Prozess des Lebens dort kann er zum Freund werden oder zumindest zu einem fairen Berichterstatter. Ich will ja gar nicht, dass er zum Freund wird, aber er soll wenigstens fair sein. Und man kann nach Russland kommen und immer das Negative suchen und wird immer Bestätigung finden in der Bedienung, im Straßenverkehr, beim Schmutz vielleicht, wo man den findet, im Hausflur. Also da kann man stundenlang Bestätigung finden. Was ich eben wichtig finde, wenn jemand nach Russland kommt als Journalist, dass er eben nicht mit so einer festen Brille da ankommt und nur hört, was die Redaktion von ihm will. Die will dann möglicherweise eben das Bild bestätigt wissen von dem schlimmen Russland, von dem diktatorischen, von dem autoritären, von dem unberechenbaren, gefährlichen. Sondern dass er sich dem Privatleben der Russen öffnet, dass er eben auch die guten Seiten und die überraschenden, schönen Seiten kennenlernt. Dazu braucht man jetzt nicht unbedingt, sich mit einer Russin zu verheiraten, aber es gibt, man geht auf Konzerte, man lässt sich von Familien einladen, man beschäftigt sich wirklich mit den Leuten, also die da leben, mit den normalen Leuten. Und ich habe das Gefühl, dass viele Russland-Korrespondenten, die kriegen von ihren Redaktionen solche festen Vorgaben. Das muss immer rauskommen unten. Also das ist schrecklich dort in Russland. Und es gibt so viele gute Sachen. Also wenn man zum Beispiel mit den Russen zusammen die Beete fertig macht für den Gemüseanbau, wo dann die Tomatenpflanzen, die im Winter schon auf dem Fensterbrett gezogen werden, die dann in der Plastiktüte in der Vorortbahn zur Datscha gefahren werden und dort eingesetzt werden. Allein das, dieser sinnliche Prozess, dass man dann selbst in der Erde wühlt und dort das Unkraut rausholt und das dann isst. Ich meine, das ist für mich, das mache ich jetzt seit 2 Jahren, weil ich da... Du hast auch jetzt einen auch Deutscher? Nee, aber ich bin da am Wochenende öfters zu Gast. Und alles dann, klar. Also dann, eigene Deutsche hast du noch nicht. Nee, nee. Aber vielleicht kommt das noch im Rentenalter. Kannst du dir vorstellen, also im Rentenalter in Russland zu leben? Ja, durchaus. Durchaus, ja. Also ich meine, Russland hat so tolle Gebiete, wo man in der Natur an einem See leben kann mit seinem Hund, mit seinen Gänsen. Und es gibt ja solche Deutsche. Ich kenne einen Deutschen in Jekaterinburg, der hat eine russische Frau und schwimmt zusammen mit seinen Gänsen, die er da gezogen hat, in einem See. Und das ist also, der lebt dann nochmal völlig neu auf. Ist auch in meinem Alter, also sowas ist in Russland alles möglich. Russland ist wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Und in Russland findet man die interessantesten Menschen überhaupt, weil sie, der russische Mensch ist eben nicht so ein eindimensionaler Fachidiot, der kann eigentlich alles. Der kann was reparieren, der kann Pflanzen anpflanzen, der kann Kinder erziehen, der hat auch einen Wehrdienst geleistet, der kann auch als Freiwilliger im Donbass kämpfen. Solche Leute trifft man in Russland nur. Du kommst immer wieder darauf zurück, also im Auftrag, ja, im Auftrag der Medien berichtet man so und so. Was steckt dahinter? Also ist das Russophobie oder ist das was anderes? Also kannst du mit diesem Begriff was anfangen? Ja, das ist praktisch, es gab in der deutschen Nachkriegsgeschichte gab es Phasen, wo man, also sag ich mal, in dem Gefühl des Kalten Krieges, dass man den Feind eigentlich noch nicht besiegt hat, dass man eigentlich zu Unrecht verloren hat. Dieses Gefühl gab es nach dem Krieg. Das wurde dann 1968 bis 1991 wurde das sozusagen aufgelockert durch eine Entspannung und durch ein Kennenlernen. Und jetzt leben wir wieder in einer Phase, dass man das Gefühl hat, ach, warum haben wir eigentlich den Krieg verloren gegen Russland? Wir sind doch eigentlich die Besseren. Und dieses Gefühl, wir sind die Besseren, die Überlegeneren, bei uns funktioniert alles besser, wir haben bessere technische Leistungen, das nimmt eigentlich immer mehr zu. Und deswegen habe ich diesen Artikel auch geschrieben über den Hochmut der Deutschen, der tödlich ist. Also weil wir uns mal sagen, auch was verbauen. Wir könnten mit den Russen an einer tollen Kommunikation uns gegenseitig bereichern. Weil wir einfach in einem großen Land gibt es andere Erfahrungen als in einem kleinen Land. Mhm. Also und mit vielen Nationalitäten und mit wenigen Nationalitäten. Also und dieser Hochmut wird eben mal sagen mit den deutschen Journalisten, wir sind sozusagen ja letzten Endes in der heutigen Zeit sind wir fast wie Soldaten. Also wir tragen keine Waffe, aber wir schießen unsere Pfeile in die Köpfe der Menschen. Also der Fall heißt praktisch, wir müssen Russland belehren, wir müssen zeigen, wo es hingeht. Wir müssen, es gab die 90er Jahre, wo Russland gut war, wo es auf unserem deutschen, nach der deutschen oder westlichen Pfeife getanzt hat. Und was es eigentlich für die Russen bedeutete, die 90er Jahre, das interessiert doch niemanden. Also warum die Russen heute Putin wählen und immer mehr wählen, Weil sie sich bei aller Kritik auch an vielleicht Sachen, was die russische Regierung macht oder was auch vielleicht Putin macht, ist es einfach, dass die Russen merken, also das ist dieser Mann, der sichert eine gewisse Stabilität. Und auch das Land hat sich ja entwickelt seit 2000 und es gab einen Wirtschaftsausschwung. Ganze Städte sind neu entstanden. Also ich meine, Moskau in den 90er Jahren und Moskau heute, das sind zwei verschiedene Moskaus. Aber das ist Moskau, aber es gibt auch ausgestorbene Städte, ja also gibt Geisterstädte gibt es. Aber dein Blick ist sehr interessant. Im Jahre 99 habe ich das Land verlassen. Aber du bist dort geblieben, du konntest diesen Wechsel, diesen Wandel beobachten. Also von 90er Jahre auf Anfang der 2000, diesen Aufschwung. Gab es denn tatsächlich, also ich kann nur sagen, in meinem Kühlschrank stand zum Beispiel im Jahre 99 Käse. Ganz schlechte Qualität, weil mein Vater kein Geld bekommen hat von seiner Firma, sondern irgendein Auftraggeber von seiner Firma hat Käse produziert und mit Käse bezahlt. Das war so Tauschwirtschaft fast für ein Jahr. Mhm. Also das war schon ziemlich schlimm. Und das heißt, was du da geschrieben hast in diesem Artikel, das kann ich jetzt bestätigen. Mhm. Und dann kamen Putin-Jahre, die ich nicht so mitbekommen habe. Und von daher musste ich mir erstmal auch entwickeln und selber verstehen, warum jetzt Putin so populär ist. Mhm. Warum denn? Ja, weil er praktisch tatsächlich einfach wieder, dass die Wirtschaft wieder anfing zu laufen, dass der Staat seine Mitarbeiter bezahlen konnte. Das ist zum Beispiel, ich meine, ein Soldat in den 90er Jahren war ein Loser. Also ein Soldat in Uniform war ein Symbol für einen Niedergang. Ein Land, was sich nicht verteidigen konnte. Ein Land, was zerfiel. Und heute ist ein Soldat in Uniform ist schon wieder ein Symbol eines Landes, was geachtet wird. Und ein Soldat verdient heute ganz gut Geld.
Aber, und ich meine, ja, jedes Land muss um seine Verteidigung sich kümmern, das ist doch völlig klar. Besonders Russland, das seit Jahrhunderten von anderen Mächten also bedrängt wird. Ach du bist jetzt wieder Russland, verstehe. Ja, bedrängt. Naja, also NATO ist doch so freundlich, das weißt du. Ja. Aber ich meine, ich erinnere mich an eine Situation in den 90er Jahren. Ich hatte so eine kleine Party, wir waren auch russische Frauen und dann haben wir Musik gehört und so. Und dann lag ich schon im Bett und nachts, dann habe ich gehört, so am Kühlschrank machte sich jemand, eine der Frauen konnte nicht schlafen, machte sich am Kühlschrank zugange und hatte dann also einige Sachen da gegessen. Also da habe ich mich gewundert, am nächsten Tag waren die weg und es war wirklich so, also tatsächlich, wie du beschreibst, also es gab wirklich einen totalen Mangel, den ich nicht so mitgekriegt habe, weil ich nicht in einer russischen Familie gelebt habe. Aber zum Beispiel, ich habe auch eine Geburtstagsfeier gemacht, dann habe ich Sowetska Champanska, also so einen halbsüßen Sekt eingekauft, ja, weil ich den irgendwie toll fand. War für mich auch was Neues. Und dann die Russen waren richtig ein bisschen beleidigt. Die erwarteten, dass ich da ausländische Ware auf den Tisch stelle, also deutschen Champagner. Sie dachten also, die Deutsche, genau. Also die haben nicht ganz Qualität, verstanden, was will dieser Typ eigentlich? Will der so sein wie uns, wie wir? Es war nicht ganz klar. Also damals war der Zeitgeist war damals, die Begeisterung für den Westen. Von den Westen war und riesig. Marktwirtschaft, also das war eigentlich immer wieder die Formel, ja, nur mit Marktwirtschaft können wir vorankommen. Mhm. Was hältst du denn davon? Also ich habe dann, also bei deinem Artikel habe ich so einen linken Anstrich, ja. Du bist doch Altlinke, oder nicht? Ja, bin ich, ja. Und also als Linke, wie kannst du das beurteilen jetzt, ja, was da passiert so, jetzt in Russland? Als ich nach Russland kam, hatte ich irgendwie so die Idee, es könnte ja sein, dass in Russland was Neues entsteht. Ja. Nicht den Kapitalismus, den ich kenne, und nicht den bürokratischen Staatssozialismus, der ja sich aufgelöst hatte, sondern etwas Neues. Und im Prinzip sehe ich jetzt, dass jetzt Russland tatsächlich das versucht. Dass Russland eine starke Staatswirtschaft braucht, das ist für mich völlig klar. Also wenn du die normalen Russen fragst, also ich würde mal sagen, 80% sind der Meinung, das ist sehr, sehr schade, dass wir die Öl- und Gasindustrie, dass wir das in private Hände gelegt haben. Weil das ist nun mal das einzigste, also das wichtigste, die Ressource, womit wir Geld verdienen können und was Geld in die Staatskasse spült. Und womit wir unsere Schulen und Kindergärten und so weiter und Straßen bauen können. Und die Wissenschaft und die Grundlagenwissenschaft finanzieren können. Und wenn das verpulvert wird mit irgendwelchen Residenzen in London und irgendwelchen Privatjachten, dann ist das einfach eine Schande letzten Endes. Und ich glaube, Putin selber hat auch jetzt vor kurzem gesagt, das war wohl nicht die beste Idee, alles in die Privathände zu legen, aber dann ist es mal so passiert. Und also ich kann mir vorstellen, dass Russland, die russische Führung irgendwann entscheidet, größere Teile dieses Rohstoffsektors wieder in Staatshand zu holen. Also die Regierung ist letzten Endes doch, wie man das im Westen auch sagt, neoliberal letzten Endes. Mhm. Und das ist für Russland schlecht, würde ich mal sagen. Also ich meine, das hört sich so an, als ob ich jetzt für den Staatssozialismus bin. Bin ich nicht. Also ich möchte natürlich, dass in Russland sich der Mittelstand und vor allen Dingen die kleinen Betriebe sich entwickeln können. Und da ist auch schon einiges, hat sich da verbessert. Aber also in einem riesigen Land, also so groß wie kein Land der Erde, muss der Staat, also auch die Infrastruktur, der kann das nur bewältigen, diese riesigen Verbindungen, die Straßen- und Schienenstränge und Häfen zu bauen, da braucht man Geld für. Aber das hat doch der Präsident angekündigt, ja, in seinem Programm. Na, ich meine, ist das machbar? Also ich war gestern bei einer Grünen Konferenz. Und da hat ein Expert gesagt, was ich eigentlich interessant finde, also die Regierung hat 2 Jahre für dieses Vorhaben. Welches danach, Vorhaben? Welches Vorhaben? Für dieses Vorhaben Modernisierung und Armutsbekämpfung, wenn die in 2 Jahren nicht schaffen, dann wird es vorbei. Weil also verstehst du, das stellt sich die Frage an Nachfolger. Also wer kommt nach, dann hat man nicht mehr die freie Hand für die Reformen. Mhm. Das ist einfach eine russische Realität, dass wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft in Russland. Du hast Privatschulen, die Zahl der Privatschulen nimmt zu, also wie in Deutschland auch. Du hast eine
Kommerzialisierung der Gesundheitsversorgung. Das heißt, es gibt, in Moskau gibt es an jeder Ecke Privatkliniken. Und ich meine, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft. Und ich meine, das ist nichts. Russland hat da ähnliche Probleme wie auch Deutschland, würde ich mal sagen. Also das, und das ist wichtig natürlich, dass wer kann der Mobilisator sein einer mehr sozialen Entwicklung in Russland? Da muss es eine Lobby geben. Es können die KPRF sein, es können die Gewerkschaften sein, es können soziale Bewegungen sein. Also ich meine, das ist natürlich sehr schwer. Soziale Bewegung in Russland, das hat gleich die Anrüchigkeit des Vaterlandsverrats, der Steuerung durch den äußeren Feind, der tatsächlich ja versucht hat, auch in Russland zu versuchen, gerade an sozialen Problemen anzusetzen und dort also eine Opposition gegen Putin auch indirekt zu finanzieren. Das hat es ja tatsächlich gegeben. Also, aber ich glaube, ich hoffe sehr, dass es auch in Russland soziale Bewegungen gibt, die aber nicht, mal sagen, die trotzdem den russischen Staat verteidigen, auch gegen den äußeren Feind. Sonst anders funktioniert es nicht. Also du kannst nicht in einer Situation, wo eine Kriegsgefahr besteht, also sagen, also wir, uns der russische Staat ist uns egal. Mhm. Es ist wirklich eine komplizierte Situation. Du warst vorgestern bei der Anhörung oder wie heißt das, Konferenz bei der Partei Die Linke zum Thema Ukraine. Wie verlief die Konferenz? Ich habe also aus unserer Berichterstattung erfahren, dass die praktisch ausgebucht war. Also, ja. Also was denkst du, bewirkt das was? Verstehst du, wir leben gerade jetzt in diesen Wochen, leben wir in einer Zeit, wo es möglich ist, dass die Ukraine versucht, also angestoßen durch die bestimmte Kreise in den USA, dass sie wieder, also mal sagen, an die militärische Konfrontation in der Ostukraine das wieder verstärken, also möglicherweise Donetsk direkt angreifen oder Gorlovka. Und natürlich war da die Konferenz, kam gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und also ich hoffe, dass die Videos von dieser Konferenz veröffentlicht werden und hoffe sehr, dass diese Blockade, die es einfach gibt, dass man in den letzten zwei Jahren wird ja über die Ukraine überhaupt nichts mehr berichtet, dass das aufgebrochen wird. Also ich merke eigentlich in der Haltung der Bundesregierung überhaupt keinen Unterschied. Seit vier Jahren, seit 2014, also nach wie vor Unterstützung, Händeschütteln mit Poroschenko. Mhm. Also ich weiß nicht, was passieren muss, damit die Blockade gebrochen wird. Was muss passieren? Das ist wirklich die große Frage. Also ich meine, Leider ist es so, größte Betroffenheit in Deutschland war 2014, als es einen realen Krieg gab zwischen den Freiwilligen, den Bergleuten und einfach Bürgern der Donetsk-Republik, die gekämpft haben gegen die ukrainischen Streitkräfte. Und da hatten die Deutschen extreme Angst, es kommt ein Krieg, der ganz Europa erfasst. Und ich habe das Gefühl, nur dann werden die Deutschen wieder sich betroffen fühlen. Weil jetzt tun sie so, als ob das ist irgendwo da im Donetsk-Revier, das ist ziemlich weit weg. Also ich weiß auch nicht, wie man den Deutschen das nahebringen kann. Ich meine, es gibt noch einen anderen viel gefährlichen Bacillus. Es ist nicht nur der Krieg, es ist auch der Bacillus des Geschichtsrevisionismus. Mhm. Dass man so tut, als ob die Deutschen durch Hitler einfach, also wir waren eigentlich Opfer. Also unsere Großväter haben eigentlich, zufällig sind sie in diesen Krieg reingeraten und wir hatten kein faschistisches Gedankengut im Kopf. Sie sind da verheizt worden von dem bösen Hitler. Und die viele junge Deutsche, die wissen nicht, dass die Wehrmacht an den Verbrechen gegen die Juden, dem Holocaust, der Vernichtung von russischen, 3 Millionen russischen Kriegsgefangenen, die verhungert sind, von 6 Millionen, 3 Millionen sind verhungert. Das wissen viele Deutsche nicht. Und die Ukraine, die ist sozusagen der Vorstoß, also der ukrainische Geschichtsrevisionismus. Also zu sagen, wir waren die Opfer. Konkret, also die Helden der Westukraine, Roman Schuchewitsch und Stepan Bandera, die mit Hitler kooperiert haben, werden jetzt als Opfer von Stalin hingestellt. Dabei waren sie die Mittäter, den Hitler-Vorstoß, die ganze Sowjetunion sollte ja besetzt werden, also bis zum Ural. Und
Deutschland brauchte Rohstoffe und wollte die Russen nur als Sklaven oder sogar ganz vernichten. Und diese Tatsachen sind heute gar nicht mehr im Kopf bei den Leuten. Und die tun so, als ob, dann gibt es diesen Film vom ZDF, Unsere Mütter, Unsere Väter, da wird wirklich so getan, als ob da irgendwelche, sag ich mal, Party-Jugendlichen zufällig als Soldaten an die Front gekommen sind und da von den bösen Rotarmisten übel zugerichtet wurden. Ich meine, das ist doch einfach... Aber guck mal, also es ist so schwer, mit einem Schuldgefühl zu leben. Also wie ist das möglich, das richtige Gedenken, ohne dass man dieses Schuldgefühl hat und trotzdem also einen fairen Bezug zur Geschichte entwickelt? Es ist einfach Unsinn, das mit dem Schuldgefühl. Also ich habe kein Schuldgefühl. Ich habe Angst davor, okay, dass sich der Faschismus und ein möglicher Krieg gegen Russland wiederholt. Und es gibt viele Deutsche, die waren Antifaschisten, die Weiße Rose, die KZs waren voll von Sozialdemokraten, von Katholiken, von Kommunisten, die gekämpft haben gegen den Hitlerfaschismus. Deutschland muss eigentlich sich diesen Deutschen, die muss es wieder kennenlernen. Denn die waren ja die guten Deutschen oder massenweise Schriftsteller, die in die Emigration gegangen sind, in die USA. Bertolt Brecht, Anna Segers, viele Psychoanalytiker. Ich meine, das ist das Deutsche, worauf wir stolz sein können und wo wir darüber reden müssen. Und nicht, also es gibt gar keinen Grund, Schuldgefühle zu haben. Also das ist künstlich. Also es gibt nur das Gefühl, es darf sich nicht wiederholen. Und wir müssen wirklich... unsere Geschichte so angucken, wie sie ist. Ich habe einfach das, warum ich das frage, also ja, das Gefühl, also da, man hat bei den Leuten einfach so Übersättigung, also es reicht jetzt mit diesen ganzen Sachen. Also du bemängelst jetzt die Aufarbeitung, aber für viele ist das zu viel Aufarbeitung. Wo ist das gesunde Maß? Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem der Deutschen. Also wir haben einfach... wir haben vielleicht noch nicht unsere nationale Identität gefunden. Das habe ich in Russland übrigens gelernt. Also dass viele Russen sagen, warum schämt ihr euch eigentlich? Ihr seid doch eigentlich ein gutes Volk. Und ich meine, natürlich sind wir ein gutes Volk, aber wir haben auch sehr, sehr schlimme Seiten in unserer Geschichte. Und ich glaube, wir haben noch nicht das Richtige, unsere Identität noch nicht gefunden. Und davon profitieren auch die Nazis in Deutschland, die eben... Ja, ich meine, warum ist das Lied Singen eines deutschen Volksliedes, warum hat das eigentlich für viele Leute, zumindest aus meiner Generation, hatte das sowas fast schon Narzisstisches? Ich meine, das ist doch nicht normal. Ich meine, die Menschen, die in der DDR groß geworden sind, habe ich selber erfahren, die haben deutsche Volkslieder normal gesungen und wir Westdeutschen haben es irgendwie nicht gesungen, also zumindest nicht in den Kreisen, wo ich groß geworden bin. Und ich meine, die Entnazifizierung durch die Amerikaner war teilweise sehr wirksam, aber teilweise war sie auch übertrieben. Also ich bin selbst in der Rockmusik groß geworden und im Blues und so weiter, finde ich bis heute toll. Das ist alles aber wenn ich nach angloamerikanische Musik. Ja, aber wenn ich nach Russland, wenn ich die russische Musik, also die Barden und die russischen Volkslieder vor allen Dingen, die sind so, auch die Lieder des Zweiten Weltkrieges, also die Lieder des Widerstandes gegen die Faschisten, die sind so ergreifend, da habe ich das Gefühl, Mensch, warum gibt es denn solche Lieder nicht bei uns in Deutschland? Lieder, die die Menschlichkeit, den Humanismus vertreten. Also solche Lieder finde ich in Russland, die gibt es in Deutschland wahrscheinlich auch, ich kenne sie bloß nicht. Und du also, redest mit viel Anteilsnahme, Verständnis, du hast das irgendwie schon aufgenommen. Also gibt es da für einen Deutschen Zugänge überhaupt zu dieser Kultur oder muss man einfach in Russland leben, also lange leben, um das zu verstehen? Ja? Man muss eigentlich, wenn man Mitglied einer russischen Familie ist, das ist die Garantie, dass man das russische Leben wirklich und die Mentalität wirklich richtig kennenlernt und also, weil verstehst du, ich meine zum Beispiel, als ich bin jetzt, glaube ich, dreimal beim Unsterblichen Regiment mitgelaufen, da gibt es viele deutsche Linke, die sagen, das ist doch reiner Militarismus. Da halten die ihre Plakate mit ihren Angehörigen hoch. Was da verstörend wird, kann zum Beispiel Kleinkinder in diesen historischen Militäruniformen rumlaufen. Ja. Das sowas zum Beispiel. Ja, ich finde, da bin ich auch... Das ist auch ein bisschen übertrieben, da gibt es schon Übertreibungen. Also bin ich auch hin und her gerissen, ja, also, aber... Generell, also
es ist einfach ein sehr starkes Gefühl, wenn du in einem Zug von 1 Million Menschen mitläufst und die singen Lieder, die alle Russen auswendig können, also zum Beispiel das unbekannte Dorf oder Katjuscha. Mhm. Also da spürst du einfach, das ist was Gelebtes. Also der Sieg des, über Hitler-Deutschland ist heute noch total präsent. Und ohne diesen Sieg, also gibt es viele Leute in Deutschland, die sagen, die Russen haben doch überhaupt nichts zu bieten. Die haben doch nur diesen Sieg. Aber ich meine, was haben wir denn den Russen zu verdanken? Durch diesen Sieg hat doch Deutschland und ganz Europa lebt heute demokratisch. Und das haben die Deutschen vergessen. Sie sind undankbar. Völlig undankbar. Sie müssen Russland eigentlich danken jeden Tag, dass sie frei leben können. Stattdessen stellt man sich hin und sagt, ihr habt keine Menschenrechte, ihr unterdrückt die Opposition, die Schwulen sind bei euch im Keller und so weiter. Ich meine, gut, da gibt es einiges zu kritisieren, aber doch bitte nicht mit dem langen Zeigefinger. Übrigens, wie stehst du dazu, zu diesen Vorwürfen? Ja, natürlich. Ich meine, es gibt wirklich, also es gab in Russland Situationen zum Beispiel, wenn du einen Polizisten siehst, dann bist du auf die andere Straßenseite gegangen, weil du nicht wusstest, will er nur wirklich den Verbrecher jagen oder will er nur deinen Pass kontrollieren und vielleicht sogar ein Schmiergeld kriegen? Ich kann ja selber sagen, also Ende der 90er wurde ich in Moskau einfach gefasst. Aha. Einfach gefasst, im Käfig gesteckt, weil kontrolliert, nicht aus Moskau, wo ist deine Anmeldung? Aha. Und dann nachher Schmiergeld entlassen. Ja. Nach 2-3 Stunden. Ja, das ist zum Glück, also habe ich das. Also das war so richtig. Ist es besser geworden. Ja. Also, aber natürlich gibt es immer noch viele Dinge, die nicht korrekt sind. Also, und ich meine. Aber das zum Beispiel, nur die zum Russen Beispiel packen. Das oder? Thema, das ja. Thema Schwulen, dass Schwule in Tschetschenien sterben, also weil irgendwie, das kann man nicht völlig ausschließen. Also, aber verstehst du, das. Da wird eine Medienkampagne draus gemacht. Möglicherweise gab es sowas. Aber man muss auch das tschetschenische, also sag ich mal, das ist eine relativ abgeschlossene Welt, eine erstmal islamische Welt, wo sowieso, es gab in Tschetschenien immer das sowjetische Gesetz oder das russische Gesetz und es gab das Adat, das Gewohnheitsrecht. Und das, also das islamische Gewohnheitsrecht, dass zum Beispiel der, wenn ich zum Beispiel als Journalist dorthin komme, mit einer Tschetschenin durch die Straße gehe, dann muss der ein männlicher Begleiter dabei sein. Ein Bruder oder ein Onkel. Also dass ein Mann mit einer Frau alleine, mit einer fremden Frau durch die Straße geht nicht. Das gibt einfach Regionen in Russland, wo andere Sitten herrschen. Aber verstehst du, die westlichen Medien nehmen, es wird in Russland immer Anlässe geben, solche Ungerechtigkeiten und auch sogar bis hin zum Tod von Schwulen vielleicht oder von jetzt Boris Nemtsov ist tatsächlich erschossen worden. Aber es ist die Frage, wie man das aufgreift. Wird man sofort sagen, Putin hat das angeordnet? Oder wird man erstmal sagen, was ist eigentlich passiert? Wem nützt das? Kann Putin das überhaupt nützen, wenn einer der bekanntesten Oppositionspolitiker erschossen wird? Das kann ihm überhaupt nicht nützen. Und dann fragt man sich möglicherweise, man kann auch nicht ausschließen, dass es eine Provokation war, dass jemand diesen Boris Nemtsov umgelegt hat. In Russland gab es ernste Stimmen, die Leute, die wirklich sich mit diesen Dingen ernsthaft beschäftigen, die haben das als Möglichkeit auch mitdiskutiert. Und ich meine, verstehst du, Putin, der ist, sag ich mal, so ein guter Politiker, der so perfekt eigentlich doch extrem schwierige Situationen regelt und aus schwierigen Situationen rausführt, dass natürlich ganz klar ist, dass im Westen gibt es wahrscheinlich ganze Institute, die daran arbeiten. Und auch in Russland selber gibt es auch Leute, die mit diesem Putin nicht zufrieden sind. Auch Leute wahrscheinlich in der Oligarchie, die davon träumen, also lasst uns möglichst schnell vielleicht sogar die Ostukraine wieder zu den Donbass, dass es wieder zur Ukraine kommt, damit wir möglichst schnell wieder mit dem Westen Geschäfte machen. Und also aber das ist eine Illusion, weil der Westen, also zumindest Teile des Westens, sind eben aggressiv. Die werden sich damit nicht zufrieden geben. Wenn die merken, Russland unterstützt den Donetsk nicht mehr, dann werden die übermütig. Mhm. Also Russland muss den Donetsk unterstützen. Und zwar, es macht es jetzt natürlich schon also humanitär sehr stark und mit Freiwilligen. Wenn es das nicht tut, dann
bringt es sich selbst in Gefahr. Wenn du einen russischen Pass hättest, würdest du Putin wählen? Hast du darüber nachgedacht? Oder wen würdest du wählen? Ich glaube, ich würde ihn nicht wählen. Echt? Ja, es gibt ja Alternativen. Aha. Ich meine, es gibt zum Beispiel Zyuganov. Oder es gibt Grudinin. Gab es KPRF. Also ich bin eher links und deswegen würde ich eher. Aber die haben doch keine außenpolitische Erfahrung. Aber Grudinin zum Beispiel. Ja, Grudinin ist für mich ehrlich gesagt außenpolitisch hat kein Potenzial. Also. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass Russland braucht einfach auch eine linke starke Stimme. Also deswegen, wenn ich russischer Bürger wäre, würde ich denken, ich müsste diese Stimme ein bisschen stärken. Das heißt nicht, dass ich also nicht es für wichtig halte, dass Putin weiter Präsident. Also ich meine, ich halte, zumindest jetzt halte ich ihn für den richtigen Mann, ganz klar. Also, und ich sehe natürlich auch, dass die Russen zu einem Wechsel nicht bereit sind zurzeit, weil auch keine klare, also es ist, verstehst du, in Russland, um eine Alternative zu Putin aufzubauen, das müsste langsam sich vorbereiten. Also das ist auch nicht einfach, weil Russland ist traditionell, hat es eher, so sag ich mal, so ein bisschen was Monarchistisches, also dass es eine zentrale Macht gibt und einen wichtigen nationalen Führer. Das ist für einen Deutschen schwer verständlich, es hat aber historische Ursachen. Also deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn Putin jetzt, dass es erst Putins letzte Amtszeit ist und dass er dann selber eine Person vorschlägt, von der ich hoffe, dass sie eben ein starkes soziales Gewissen auch hat und also eben die sozialen Probleme stärker noch in Angriff nimmt. Alles klar, danke schön für das Gespräch.